Deutschland! Guess what? Next year, we're coming back to rock Rockavaria. Germany, get ready, because we're gonna rock your socks off. KISS, die Altmeister und US-Ikonen des Rock, sind dabei, wenn in München das Rockavaria seine Premiere erlebt. Und nicht weniger als das Rockereignis 2015 versprechen die Macher des neuen Spektakels. Metallica, die zum ersten Mal nach 5 Jahren wieder nach München zurückkehren werden. Unser zweiter Headliner wird Muse sein, die aller Voraussicht nach hier in München ihr neues Album präsentieren werden und den Leuten live zum ersten Mal neues Material vorspielen werden. Und der dritte Headliner ist eine lebende Rocklegende, die ein Zuhause in München schon immer hat, und die sind KISS. Das Rockavaria, ähnlich wie die Bavaria an der Theresienwiese, seit 160 Jahren beeindruckt, eben genau so auch überwiegend aus Metall gegossen sein wird. Das altehrwürdige Olympiastadion wird im Mai das Zentrum von Rockavaria werden. 3 Tage lang gibt es dann ein Stelldichein von Bands der härteren Klangart. Die Stadt München, kultur- und musikoffen, wie es heftiger und intensiver nicht sein könnte. Und natürlich ein Publikum, das wissen wir von zum Beispiel den Open Airs mit Black Sabbath im letzten Jahr am Königsplatz. Ein Publikum, das einfach extrem rockorientiert ist und gerade diesem lauteren und heftigeren Musikstil besonders, besonders interessiert gegenübersteht. Während des Festivals wird der Olympiapark nicht gesperrt und auch nicht zur Campingzone, wenn auf 3 verschiedenen Bühnen gerockt wird. Wir werden das Stadion mit ca. 68.000 Besuchern bespielen können. Die Halle kommt auf die Produktion auch drauf an, aber ungefähr mit 12.000. Und das Theatron liegen wir ungefähr bei 2.000. Auch der Lärmschutz und der eine Woche später auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen stattfindende G7-Wirtschaftsgipfel stellen wohl kein Problem dar. Weil es komplett zwei komplett verschiedene Veranstaltungen sind. Wir haben ja hier kein Fußballspiel zu besichern, wo wir mit Kategorie C-Fans zu rechnen haben. Also unser Festival hat ja eine Risikoeinschätzung von Seiten des Publikums. Und wir haben hier einfach ein Rock-Festival-Publikum. Und ich glaube, dass das keine Auswirkungen hat auf den G7-Gipfel. Wir sind ja da seit Wochen im regen Austausch mit den Behörden. Und der Lärmschutz wird genauso im Auflagenbescheid geregelt sein wie bei jedem anderen Open Air auch. Und da werden wir uns selbstverständlich dran halten. Rockavaria ist das Partnerfestival von Der Ring, Grüne Hölle, Rock am Nürburgring. Beide sind zeitgleich angesetzt. Für lokale Spielarten muss immer Platz sein. Gerade dadurch, dass natürlich München auch eine sehr starke lokale Musikszene hat, der Nürburgring jetzt nicht so sehr, denke ich, dass da schon zwar eine gewisse Deckungsgleichheit sein wird, aber auch gewisses Potenzial, um spezielle Acts hier anders zu platzieren als am Ring. In München gab es 1996 zuletzt ein Festival der Größenordnung, wie es Rockavaria anstrebt. 2015 soll eine neue Rock-Ära beginnen.